Ländliches Idyll. Viele Menschen sehnen sich gerade jetzt danach. Großstadtdschungel AD. Nicht mehr tanzen, sondern pflanzen ist angesagt. Das Land keine No-Go-Area mehr. Doch warum zieht es die Menschen dorthin? Landliebe auch hier in Lauterbach. Familie Bernges ist von Köln in den Vogelsberg gezogen, zurückgekehrt in die alte Heimat, in das Haus des Großvaters. Jahrhunderte altes Gemäuer statt Neubau. Für die junge Familie die richtige Entscheidung. Wir haben Freizeit, wir können uns bewegen. Selbst jetzt während Corona können wir uns frei bewegen innerhalb unseres Grundstückes. Das ist ein Riesenluxus, den andere Leute nicht haben. Um Lebensqualität geht's auch dem Bürgermeister der Vogelsberg-Gemeinde Feldertal. Er will nicht nur mit schöner Landschaft, sondern auch mit günstigem Bauland Familien anlocken. Hier vor Ort zahlt man bei uns im Endeffekt für einen voll erschlossenen Bauplatz 45 Euro. Und wenn man dann noch Kinder unter 18 hat, dann gewähren wir als Gemeinde noch so einen Familienrabatt von 5 Euro den Quadratmeter. Für die junge Familie hat der Umzug eigentlich nur Vorteile gebracht. Wir hätten wahrscheinlich um einiges weniger Geld. Wir hätten eine winzige Bude und nicht genau so viel Platz, so viel Luft, so viel Freiheit und schönen Garten und sowas, wir halt alles so hier drumherum haben. Und wären nicht verheiratet, hätten wahrscheinlich sie nicht. Und wir uns Gedanken machen mussten, wie sieht eigentlich unsere Zukunft aus? Wollen wir mit einem kleinen Gehalt als angestellte Person in einer Großstadt leben, wo Lebenserhaltungskosten weitaus höher sind? Oder wollen wir vielleicht mit einem auch kleinen Gehalt, aber auf dem Land leben und können vielleicht eventuell viel, viel besser leben? Eine der wichtigsten Fragen für potenzielle Zuzügler, ist das Land tatsächlich fit fürs Homeoffice? 150 Mbit bis zu 250 Mbit teilweise sind bereits verfügbar. Und im Moment befinden wir uns in der Vermarktungsphase mit einer privaten Firma, die eigenwirtschaftlich entsprechend den Glasfaserausbau hier auch in anderen Kommunen im Vogelsberg vorantreibt. Auf schnelles Internet setzt auch die familienfreundliche Firma Wenforce in Gemünden. Das E-Commerce-Startup versteht sich als Datendrehscheibe und hilft kleinen und mittleren Unternehmen bei der Digitalisierung. Ich bin ein Landei und ich finde es einfach schön, hier in dieser Gegend auch das umzusetzen, was man auch in der Großstadt kann. Und das Einzige, was wir momentan, was eben dieses Problem ist, ist Breitbandausbau, aber der kommt jetzt. Und alle IT-Berufe sind theoretisch von überall aus möglich. Und dazu muss ich nicht in Berlin wohnen. Landliebe. In Lauterbach wird sie schon gelebt. Der Blick auf Hessens Dörfer, er hat sich verändert. Rund 92% der Deutschen finden Wohngegenden attraktiv, wenn sie Zugang zum Garten und viel Freiraum im Grün haben. Für 91% sind niedrige Wohnkosten wichtig. 88% der Städter wären sogar bereit, gänzlich aufs Land zu ziehen. Und sogar 93% der 20- bis 35-Jährigen können sich ein Leben auf dem Land vorstellen. Doch sind Städter auf dem Land überhaupt willkommen? Pflanzen gießen und das im Garten. Davon hat Marco Maas schon lange geträumt. In seiner Stadtwohnung mitten in Hamburg war das nicht möglich. Hier in der Altstadt von Homberg-Efze hat er zum ersten Mal eigenes Grün um sich herum. Der Garten ist definitiv ein Faktor, den wir mal austesten wollten, weil wir verstehen wollten, ob wir es nur toll finden, im Garten zu liegen oder ob wir es auch mögen, uns drum zu kümmern, einmal die Woche zu mähen und was da noch alles dran hängt. Und das kannst du in der Großstadt einfach nicht testen. Seit ein paar Tagen richtet der IT-Fachmann sein Webstudio in neuer Umgebung ein. Marco Maas wohnt jetzt zusammen mit seiner Familie für 6 Monate im eher ländlichen Homberg statt in der trubeligen Stadt. Die Wohnung hat er von der Gemeinde bekommen. Hier lebt er vergünstigt, inklusive Internet-Flatrate. Im Austausch bietet er den Hombergern sein digitales Wissen an. Summer of Pioneers heißt das Projekt. Es möchten ja auch kaum noch Leute nur noch ihre Zeit in der Stadt verbringen, sondern sie wollen den Ausgleich. Sie suchen gerade in der Digitalisierung die Ruhe und die Nähe zur Natur. Und wir wollen gerne diese beiden Lebenswelten wieder näher aneinander rücken.
Insgesamt 20 Menschen aus Großstädten, sogenannte Pioniere, leben seit Kurzem rund um den Marktplatz. Auch Sarah Ackermann hat ihre vier Wände in Frankfurt verlassen. Jetzt arbeitet sie von ihrem Homberger WG-Zimmer aus. Kein Problem als Projektmanagerin in einer Werbeagentur. Dafür muss sie erstmal nicht in Frankfurt sein. Es ist jetzt schon einige Jahre so, dass ich gerne ins Grüne ziehen möchte. Und für die nächsten Jahre kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und das ist aber, ja, das hier ist ein Test auch für mich. Zusammen mit ihren Mitbewohnern will Sarah ein neues Open-Air-Kino in der Kleinstadt ins Leben rufen. Solche und andere Ideen sollen den Hombergern helfen, frischen Wind in ihre eher leere Innenstadt zu bringen. An einem Stand auf dem Marktplatz kann man sich über das Projekt informieren. Den Einwohnern gefällt's. Es ist verrückt, aber ist auch genau das Richtige für Homberg, weil ich glaube, so ein paar Impulse von draußen, die fehlten ja immer. Ja, ich finde es super spannend, dass sie sich das trauen, hierher zu ziehen für so lange Zeit, und bin gespannt, was dabei rumkommt, also welche Projekte sie umsetzen werden. E-Governance habe ich da gelesen, diese E-Mail-sichere Stadt, und da finde ich es gut, dass verschiedene Leute aus auch Großstädten hierher kommen und diverse moderne Digitalisierungsimpulse setzen können im ländlichen Raum. Auch der Bürgermeister tauscht sich immer wieder mit den sogenannten Pionieren aus. Er wünscht sich ein ehrliches Feedback von den Großstädtern. Ja, ganz platt gesagt, in erster Linie erhoffe ich mir Erkenntnis. Und Erkenntnis in der Form, dass wir wissen, was spricht Menschen aus dem Ballungsraum hier bei uns an. Was sind aber auch die Punkte, die es schwierig erscheinen lassen, aufs Land zu ziehen. Ruhe statt Lärm. Deshalb ist Marco Maas nach Nordhessen gezogen. Die ersten Tage haben ihn direkt begeistert, auch wegen der Hilfsbereitschaft der Menschen hier. Wir haben jetzt hier eine Strandmuschel und einen Sonnenschirm bekommen, ohne dass wir danach gefragt haben, sondern einfach, weil wir auf der Straße mit den Nachbarn geredet haben. Und das passiert in Hamburg nicht. Marco Maas hofft, dass sein Webstudio hier ankommt. Nach den 6 Monaten will er entscheiden, ob das Landleben wirklich was für ihn ist. Eins jedoch ist sicher: Hessens ländliche Regionen bieten viel Raum für die Zukunft.